Wieder ein klein und kurvig Video. Dieses Mal geht es um etwas, das eigentlich so ziemlich die häufigste Frage ist, wenn ich irgendwelche Videos oder Fotos poste, auf denen ich Hosen trage. Ich werde nämlich immer gefragt, welche Jeans das ist, die ich gerade anhabe. Und ich dachte, ich mache heute quasi ein Favoritenvideo meiner liebsten Jeanshosen. Also kein Vergleich, kein welche Form steht wem besser, sondern Hosen, die ich wirklich im Alltag komplett im Wechsel trage. Also ich habe 4 Jeanshosen, die ich immer wieder anziehe, immer im Wechsel, diese 4 Hosen und eine absolute Lieblingshose, die ich, wenn ich könnte, jeden Tag tragen würde. Und die zeige ich euch jetzt. So, jetzt habe ich eben meine Weste ausgezogen, damit ich wieder ein enges Oberteil anhabe und ihr genau sehen könnt, was die Hose denn so tut. Und das hier ist eine von den 4 Hosen, die ich wirklich im Alltag ständig anhabe. Das ist jetzt eine Skinny Jeans, also eine eng geschnittene Hose, Röhrenhose, die auch nicht besonders lang ist. Also ich würde sogar sagen, man könnte fast meinen, sie sei ein bisschen zu kurz, aber ich liebe das. Vor allen Dingen im Frühjahr und Sommer mit irgendwelchen süßen Sneakers oder Flipflops oder sonstigem mag ich das, wenn die Hosen eher kurz sind. Die ist schon High-Waist, aber ich finde sie nicht zu hoch geschnitten. Also die geht jetzt mir genau bis zum Bauchnabel, was bei meiner Problemzone, nämlich meinem Bauch, perfekt ist. Und die passt auch auf jeden Fall Frauen, die ein bisschen breitere Hüfte oder mehr Po haben. Ich drehe mich einmal um, dann könnt ihr das sehen. Also ich finde, die sitzt sehr, sehr schön. Die ist natürlich auch ein bisschen enger. Die hat einen hohen Stretch-Anteil. Aber ich mag das sehr gerne, weil sie dann halt zudem auch noch bequem ist. Und ich finde die Farbe sehr, sehr schön und mag die sehr, sehr gern. Zweite tägliche Jeans ist diese hier. Und das ist jetzt ein bisschen ausgefalleneres Modell. Und ich muss zugeben, ich war mir bei der auch am Beginn gar nicht so sicher. Aber ich habe mal so eine ähnliche Hose in einem Video angehabt, dass ich, also so ein Vergleichsvideo, einen kleinen Kurvig-Vergleich. Und da haben so viele von euch gesagt, die musst du behalten, die steht dir super. Also habe ich mir dann so eine ähnliche nochmal gekauft. Und seitdem ist das so meine Comfy-Hose. Also wenn ich nur kurz irgendwie ein Pulli oder ein Shirt und Sneakers anziehen möchte, dann ziehe ich diese Hose dazu an. Die ist wirklich super bequem. Ich meine, die hängt dran. Die ist ganz, ganz locker und luftig. Ich finde, sie macht aber trotzdem eine schöne Figur. Also ich finde auch von hinten sieht die echt ganz süß aus. Die hat ein, ich würde mal sagen, gerades Bein. Also sie sieht ein bisschen aus wie eine Culotte, hat aber eigentlich ein ganz gerades Bein. Also wenn ich das jetzt so aufmache, sieht man das auch. Die ist einfach von oben bis unten gerade geschnitten und sitzt aber für das, finde ich, sehr, sehr schön. Dritte Jeans ist eine Hose, die ich schon sehr, sehr lange habe. Die gibt es aber immer noch zu kaufen. Ich packe euch natürlich wieder die Links unten rein. Die habe ich damals gekauft, ein bisschen zu lang. Das weiß ich auch. Also ich trage die immer hochgekrempelt, wie ihr sehen könnt. Ich finde, das sieht aber trotzdem ganz süß aus. Vor allen Dingen mit den Cutouts hier, also mit den Rissen, passt das mit dem hochgekrempelten, finde ich ganz gut. Und das ist auch die einzige Hose, die ich habe, die nicht High-Waist ist. Also die geht wirklich nur, ja, bis zum Bauch und nicht höher. Das ist so eine Hose, die ich nur tragen kann, wenn ich mich wohlfühle oder wenn ich einen ein bisschen weiteren Pulli anhabe, weil ihr wisst ja, ich habe ja hier so mein Specki ist meine Problemzone und ich mag es eigentlich lieber, wenn die Hose da drüber geht, aber bei der Hose finde ich, die sitzt einfach super schön. Die ist hier oben nicht so eng. Das heißt, es wird nichts drüber gedrückt. Darum fühle ich mich da sehr wohl. Und was halt bei den Hosen, die nicht High-Waist sind, schöner ist, ist natürlich der Po. Also ich finde, das sieht einfach schöner aus als bei einer Hose, die dann halt noch ganz hoch geht. Ja, das ist also meine Nicht-High-Waist-Jeans, die ich schon sehr, sehr lange besitze und auch wirklich sehr, sehr gerne trage. Sagt mir mal, wie viele Hosen ihr eigentlich habt. Ihr könnt ja mal oben abstimmen oder einfach mal eingeben. Weil ich habe jetzt wirklich diese 5 Hosen, die ich habe, schon lange, die ich immer im Wechsel trage. Ich hatte aber früher, glaube ich, nur 1 oder 2 Jeans. Also mittlerweile sind es ein paar mehr. Aber ich bin sehr froh, dass ich ein paar gefunden habe, die wirklich gut passen.
Die Hose mit den wohl meisten Fragen auf Social Media von euch ist diese hier. Egal wann ich diese Hose trage, egal wie ich sie kombiniere, nach dieser Hose fragt jeder. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich mag sie auch sehr, sehr gerne. Ich finde sie super schön. Aber ich dachte immer, es ist so ein bisschen eine speziellere Hose. Das ist jetzt eine Mom Jeans. Auch High Waist, wie man sehen kann. Also die geht auch wieder relativ hoch und hat halt Cutouts. Der hier ist übrigens riesig geworden. Also der war ein bisschen kleiner. Falls ihr euch die neu kaufen möchtet, das ist nicht so groß. Da bin ich ein bisschen hängen geblieben beim Anziehen. Ich mag die Hose super, super gerne. Vor allen Dingen die Farbe. Da stehe ich voll drauf. Dieses helle Blau. Wenn das nicht zu eng ist, dann trägt das, finde ich, auch nicht auf. Die ist auch super bequem, weil die halt oben ein bisschen weiter ist und dann ein bisschen enger wird. Ich trage die auch eigentlich immer so hochgerollt unten an den Füßen und dann am allerliebsten mit weißen Sneakers und irgendeinem coolen Pulli. Und ich finde, die macht auch wirklich eine schöne Figur. Also auch der Po kann sich sehen lassen. Und ich weiß nicht warum, aber diese Hose will scheinbar jeder von euch haben. Deswegen dachte ich, ich ziehe sie hier in dem Video an und ich verlinke sie euch natürlich auch unten in der Infobox. Und hier haben wir die Blogger-Lieblingshose. Das ist eine Hose, die von sehr, sehr vielen Bloggern, YouTubern, was auch immer, empfohlen wird, weil sie sehr, sehr schön sein soll. Und ich habe mir die jetzt bestellt, wie man sehen kann. Das ist noch nicht meine, weil ich sie unbedingt probieren wollte. Und ich sag's euch, ich habe die angezogen und ich bin verliebt. Ich liebe diese Hose jetzt schon. Die ist super, super fest. Also das Material ist total stretchy, aber dick, dass man halt das Gefühl hat, man wird so richtig geshaped. Also das ist so eine Hose, die sich anfühlt wie eine Leggings. Die ist so bequem und die ist auch wieder ein bisschen High-Waist, was ich natürlich sehr, sehr gerne mag. Die ist hier oben ein bisschen eng geschnitten, was ich jetzt nicht so schlimm finde, weil ich habe eine Taille. Aber wenn man hier ein bisschen Probleme hat, sollte man die auf jeden Fall eine Nummer größer nehmen. Und ich mag sehr, wie die sitzt. Also ich drehe mich mal. Ich finde, die macht einen super schönen Po, weil die eben enger ist und ein bisschen stretchy, finde ich, sieht das wirklich schön aus. Ich liebe die Farbe, diesen Grauton, das finde ich richtig klasse. Und was ich ganz cool finde, sind die Beine unten. Also die haben ja hier so, das sieht so aus, als wäre es kaputt, aber ich finde, das sieht irgendwie total cool aus. Wertet einfach nochmal auf, wenn man einen ganz einfachen Pulli und irgendwelche Schuhe anhat, sieht das nochmal ein bisschen spezieller aus. Und die ist wirklich so bequem, die werde ich auf jeden Fall behalten und die kommt definitiv mit unter meine Top-Jeans-Hosen. Jetzt seid wieder ihr gefragt. Ihr sollt mir unbedingt bitte in die Kommentare schreiben, welche Jeanshose euer absoluter Favorit ist. Vielleicht noch, welchen Figurtyp ihr habt, also ob ihr auch eher den Bauchhalsproblemzone habt oder ein Sanduhrtyp seid. Dann schreibt mir gerne mal unten rein, welche Jeans ich unbedingt probieren muss, weil ich habe jetzt eine Kollektion, mit der ich sehr, sehr zufrieden bin. Aber ich bin nicht abgeneigt dagegen, da noch eine oder zwei dazu zu holen, weil ich einfach ein totaler Jeanshosenträger bin. Also ich glaube, es gibt wenig Tage, an denen ich mich nicht für eine Jeans entscheiden würde, wenn sie gewaschen sind. Wenn euch das Video gefallen hat, dann natürlich immer ein Däumchen nach oben geben. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann dürft ihr das gerne machen. Das ist kostenlos, das kostet euch nichts, aber ihr werdet informiert. Wenn ich ein neues Video hochlade, dann verpasst ihr keins mehr. Dafür einfach die kleine Glocke daneben aktivieren, dann bekommt ihr da Bescheid. Und wenn ihr noch Ideen habt, was ihr gerne sehen möchtet. Mir macht es zum Beispiel total Spaß, euch meine Favoriten zu zeigen, also Top 5 Outfits oder Top 5 Hosen, Top 5 Oberteile. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare, dann werde ich das sehr, sehr gerne machen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!